Tablett. Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Kann ich mitnehmen. Ah, Holzlöffel. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Dann das Tablett. Einmal durch die Essensluke. Hey, hallo. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Na, umso besser. So, Holzlöffelnadel durch das Schlüsselloch. Ich könnte versuchen, den Schlüssel hiermit aus dem Schlüsselloch zu befreien. Aber dann würde er nur auf der anderen Seite runterfallen und ich würde ihn nie wiedersehen. Ja, und deswegen... Heu unter der Essensluke. Ich sehe nicht, wie mir... Igitt, da... Moment, so, zack, erstmal Heu haben. Selbst aus Heu hätte man was Leckereres kochen können. Und weg damit. Sehr schön. Ja, so, klebriges Tablett. Unter der Essensluke durch. So, jetzt, zack, die Holzlöffelnadel. Mit dem Schlüsselloch. Ja, hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Nanu, ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Na, umso besser. So, so, zack. So bekomme ich die Tür nicht auf. Der Schlüssel ist gnadenlos am Tablett festgeklebt. Wäre ja auch zu schön. Das ist wohl wahr. Okay, kann ich das mit dem Heu runterwischen? Ich sollte mich lieber darauf Ja, mach ich doch. Holzlöffel. Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Geht, jetzt sind meine Hände klebrig. Oh nein, oh Gott. So, Schlüssel auf. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen. Das wobei ich das schon häufiger dachte. So, bloß raus hier. Na? Alles klar, der Wächter ist weg. Brücke. Das ist Halteseil. Was haben wir hier noch? Ein Schleifstein? Eine Tonne? Küchenschild und die Tür zur Küche. Ich gucke mir die Brücke erstmal kurz an, beziehungsweise das Halteseil. Das Seil scheint die Brücke oben zu halten. Kann man das... Nein, mit bloßer Hand wird das nichts. Okay, wir brauchen was zum Durchschneiden. Die Zugbrücke ist oben. So komme ich niemals auf die andere Seite. Aber sehen wir es positiv. Auf dieser Seite der Brücke gibt es auch genug Möglichkeiten, mich in Todesgefahr zu begeben. Okay, gucken wir uns den Schleifstein mal an. Hier wetzen die Askil wohl ihre Messer, um flüchtige Gefangene auszuweiden. Oh je. Okay, kann ich den mitnehmen? Ich habe kaum noch Fingernägel, die ich zurechtfeilen könnte. Aber ist das ein Wunder bei all der Aufregung? Tonne. Leer. Leer. Schade. Küchenschild. Fressraum. Wer vom Boden essen will, muss sich auch selbst die Füße abtreten. Miam. Da bekommt man doch richtig Hunger. Na Mensch. So, zack. Gehen wir mal rein hier. Okay, was haben wir denn hier alles? Hinterer Teil. Eine Rippe. Ganz schön eklig. Von Hygiene haben diese Askel wohl noch nie gehört. Kann ich die mitnehmen? Tatsache. Essstäbchen, mitnehmen. Teller. Die Suppe wird langsam kalt. Worauf warten die Askel? Warum kommt niemand zum Essen? Ah, nicht den Tisch. Teller mitnehmen. Fliege. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Wahrscheinlich ist es dieser Geruch von... Soll ich etwa mit bloßen Händen eine Fliege fangen? Ich denke, du überschätzt meine Fähigkeiten. Es ist so absurd, dass es klappen müsste. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow, ich bin geschickter, als ich dachte. Dieser Text ist der schlechteste seit langem, aber wer von euch hat schon mal eine Fliege mit Essstäbchen gefangen? Ist das geil. Ach, herrlich. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Das ist wohl wahr. Gut, so, mehr haben wir nicht. Dann gehen wir mal in den hinteren Teil.
Pelzviech. Wie drollig. Und wer bist du? Krubba? Krubba? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Süß. Krubba. Und wer bist du? Krubba? Du bist aber Krubba. Okay, kann ich Krubba? Nee. Mag Krubba heu. Hast du Hunger? Krubba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Fliege? Hast du Hunger? Okay, kann ich Ihnen einen Teller eine überbraten? Hast du Hunger? Okay, was haben wir denn hier noch? Feuer, Kessel, Pilze. Mitnehmen. Oh Himmel, ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Ja. Fass mit versalzenen Tintenfischen. Igitt, hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Kann ich da was mitnehmen? Ich koche lieber mit frischen Zutaten und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Wohl wahr. Eingelegte Käfer. Igitt, hier sieht es ja... Ich koche... Okay, Kessel. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Kann ich, Moment, vom Teller was mitnehmen? Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Das Feuer ist... Ich weiß nicht so recht. Ohne Rezept sollte ich das mit dem Kochen wohl lieber bleiben lassen. Was haben wir denn hier noch? Unheimliche Augen? Eingelegte Spindelfäden? Getrocknete Schimmelpilze? Gekochte Yaki-Eier? Ranzige Schnecken? Was ist denn... Kann ich da was... Ich koche lieber mit... Okay, da ist ein Gong. Ein Gong? Wenigstens muss ich dafür keine Noten lesen können. Hau doch mal gegen. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Okay, dann können wir hier wohl erstmal nichts machen. Ich will... Wo ist Spot? Spot muss doch hier irgendwo sein. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Tür und... Oh Gott, geht das hier schön. Das ist hier verwinkelt. So, erstmal die Tür angucken. An dieser Tür gibt es weder Klinke noch Schlüsselloch. Wie soll man denn da jemals reinkommen? Von innen. So. Ach Gottchen, ist das ein Labyrinth. Oh, Leute, da habe ich ja richtig Bock drauf. Okay, gehen wir mal hier lang. Jetzt mich da unten. Hier lang. Yeah, das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, jetzt bin ich da. Oh! Spot! Das war Spot! Das habe ich doch genau gesehen! Den Askel, dem diese Rüstung gehört, mit... Hey! Lass das! Oh! Hallo? Ist da jemand drin? Na dann. Hey! Lass das! Das ist doch die Stimme von Droggelbecher. Hey! Lass das! Ärgern wir den Kerl. Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Essen und kämpfen. Was? Oh, ein Knüppel. Mitnehmen. Er sagt ja, lass das. Komm, verprügeln wir die Ritterrüstung mal. Hey, lass das! Hey, lass das! Witzig. Holzhammer. Mitnehmen. Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Wand, Wand. Wand. Messer, Messer! Mitnehmen. Damit können wir bestimmt die Zugbrücke runterlassen. Mehr Rüstung. Rüstung, Tür. Ich mach mal die Tür zu. Vielleicht bringt das ja allein schon was.
Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Recke. Keiner findet sein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke. Sie suchen am finstersten... Was? Wie? So, komm her. Hey, lass das. Jetzt komm schon. Hey, du da. Hey, du da in der Rüstung. Hallo, ich hab dich gefunden. Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht. Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum sollst du dich dann verstecken? Diese Stimme ist so unique. Ich verstecke mich nicht. Krass. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dann versteckt ja überall rum erzählen. Was? Nein! Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht! Du kennst ja nicht mal seinen Namen! Er heißt... Ah, Mensch... Goni! Er heißt Goni! Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich weiß, wo der Koch ist. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöffst. Warum sollte ich dich nicht verraten? Okay, richtige Kombination. Weil du ein Anste... Wenn du gar... Ja. Dann kann ich... Was? Na, wem? Eurem Boss. Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Doch. Er heißt... Luko. Er heißt Luko. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich weiß, wo der Koch ist. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Das wirst du nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Loco wird mich umbringen! Also nochmal, warum versteckst du dich vor Loco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen für uns. Wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey, es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Warum macht naja, Opa die dann? Die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oje, oje. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Hallo, Loco! Das schockt mich gar nicht. Du blaffst nur. Ich weiß, wo der Koch ist. Streng dich nicht an. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Lass es bitte einfach bleiben, okay? Hier oben in der Waffenkammer. Okay, du hast hier gewonnen. Ich verrate dir ja das Rezept. Sei bitte endlich leise. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft. Etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu! Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept.
Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib. Und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay? Etwas aus der Luft haben wir schon mal. Etwas aus dem Wasser und etwas aus der Erde. Aber immerhin, das Messer ist stumpf. Wir machen jetzt erstmal die Tür auf und dann können wir das Messer schon mal scharf machen. Okay. Hütte am Hang. Was ist denn die Hütte am Hang? Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Sieht so ein bisschen aus wie bei Dark Messiah. Diese Ork-Bauten. So, Moment. Dann, wenn ich jetzt hier runtergehe, müssten wir da wieder rauskommen? Ja. Dann gehe ich mal einfach hier um die Ecke. Ein Frosch! Den brauche ich! Das ist ein Ventil und ein Hebel. Ein komplizierter Mechanismus, der außerdem außer Reichweite ist. Na super. Jetzt tun sich die Probleme schon gegen mich zusammen. Okay, Ventil. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Okay, kann ich mit der Nadel, mit der Holzlöffel? Nein, hier fehlt lediglich nichts weiter. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Die Anzeige steht ganz unten. Ja, wohl wahr. Frosch. Igitt. Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Okay, das heißt, den Frosch müssen wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Holzbalken. Soll der Balken da so rausragen? Oje, die ganze Konstruktion scheint mir doch ein wenig abenteuerlich. Ein wenig. Kann ich mit der Rippe an den Hebel ran? Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die... Okay, nein, 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 nein. Erstmal gehen wir mit dem Messer zum Schleifstein. Und dann müssten wir eigentlich die Zugbrücke runterlassen können. Ja, das ist dringend nötig. Ah, Funken im Auge, Funken im Auge. Okay, Messer, Halteseil. Und endlich ist der Weg in die Höhle des Löwen wieder frei. Na Mensch, dann gehen wir doch mal in die Höhle des Löwen. Vor allem will ich wissen, wo Spot ist. Ah, alles klar, jetzt sind wir wieder da. Ha, können wir? Von hier aus kann... Es ist oben... Okay, hoch da. Da, oh, da liegt eine Münze, alles klar. Die habe ich gerade erst gesehen.